Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bottle Stories Mail. Ich hoffe, er hat recht. Okay, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, Leute. Oh. Kommen wir jetzt zu Aegis. Oh, wo sind wir jetzt? Oh, that's the emergency exit elevator. Once we shut down Aegis, we should be able to use it to get you out of here. Unfortunately, there are no management rails in there, so you'll have to do it without me. Don't worry though, I'll be watching from back here and help you if needed. Advisor! Alright, Mel, this is it. This is Aegis's server room. Get ready for this. It won't give up without a fight. Organic target detected in quarantined operations center. Preparing localized execution procedure. Well, it seems that he's booting up his security. He doesn't seem to know about the turrets yet. He'll be in for quite a shock. Hello? Ah. Careful, the water is electrified. Look at the damage that pumping up the water did. Almost a quarter of his servers are completely destroyed. Not bad for a simple maintenance core. Anyways, try to find a way to the back of the room. There's a turret dispenser over there. Kann ich? Nein! Electrocution Achievement bekommen. Nice. Haha, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht sterben, Leute. The water is electrified. Look at the damage that pumping up the water did. Almost a quarter of his servers are completely destroyed. Not bad for a simple maintenance core. Anyways, try to find a way to the back of the room. There's a turret dispenser. Was? Over there. Was? Es war gerade ein Stift im Weg so. So fühlt es sich an, als ob da einfach nur so ein Kugelschreiber im Weg lag und ich deswegen nicht durchkam. Ist das eigentlich Wasser oder ist das weiße Farbe? Ja, das ist Wasser, okay. Not bad for a simple maintenance core. Anyways, try to find a way to the back of the room. There's a turret dispenser over there. Okay. Look up. There's a portal surface above the water pipe. You should be able to use that to cross over to the other side. Dispensing turrets. Executing threat. There you go. It's working. The turrets are shooting the servers. Grab that turret and destroy the rest of them. Turrets targeted corrupt and compromised. Searching for alternatives. Hey, turret! Hello. Target lost. Hey, da ist noch wer. Turret! You destroyed them all. I can unlock the other side now. Uncompromised turrets found. Deploying uncompromised turrets. Einfach wegschmeißen. Doesn't sound good. Searching. Crap! He got his hands on the old turrets. Those still have the old targeting parameters. Why did I pump those useless things up? Watch yourself. Was? Ich hab gar nicht zugehört, verdammt. Was hat er gesagt? Irgendwas mit alten Turrets oder so? Was soll ich jetzt machen? Warum kann ich hier hoch? Bringt mir das was? Was muss ich machen? Kann ich hier durch? Klar, ich kann. Kann ich denn ein. Warte mal. Nee. Kann ich nicht jetzt einfach zurück auf die andere Seite? Ja, hä? Asphyxiation Program. Draining Oxygen. Lethal Oxygen Concentration in D-6 minutes. Okay, Mel. This is it. You have just a few minutes before all the oxygen is gone.
If you can't shut him down before he shuts you down, the entire facility will flood with the toxic goo that he's still pumping up. Das ist nicht gut. Okay, die Mechanics mit den Türmen ist ein bisschen doof irgendwie. Funktioniert nicht so gut, habe ich das Gefühl. Aber ist cool. Ist eine richtig coole Sache eigentlich. Irgendwie. What are you waiting for? Keep moving those turrets around. Das mach ich doch. Okay, warum geht das nicht, wenn ich ihn in der Hand behalte? Blown up. There are a few more upstairs. Go destroy them too. Get upstairs. Mel, we don't have much time left. Hurry. Chill mal, Alter. The entire facility depends on you. Jaha, ich gebe mir Mühe. Bin nicht so schnell. Nein, stell dich doch richtig hin. Oh Leute, wie komme ich denn da hin? Okay, irgendwie da durch, alles klar. Okay, wie komme ich da hin? Shit! Geh weg! Jetzt mal vor. Ah, okay. Ja, 3 Minuten, alles gut. Ist okay. Ist okay. Watch the turrets. Ach, kack, ich brauch dafür ja auch ein Turret, ne? Warte mal, mach ich das so. So. Turret her. Geh durch. Nice. Hinstellen. Zack. Zack. Nein, du lebst noch. Ach komm. Ist das dein Ernst? Nein! Oh, ist nicht dein Ernst? Ich kann hier auch nicht wirklich anders hin. Moment, kann ich den? Wenn ich den hier hinstelle. Alter, die, hier ist aber auch alles im Weg. Hier kannst du nicht irgendwie in Ruhe mal wo lang chillen oder so. Das hier funktioniert ja auch irgendwie nicht so, wie es gewollt ist. Wenn die Türme die ganze Zeit kaputt gehen. Oh, ich hasse es. Das ist so dumm. Also diese Mechanics hier manchmal... Ich meine, die Idee an sich und so ist mega nice, ne? Mit dem Turm alles kaputt machen und so. Aber sowas hier regt gerade ein bisschen auf. Ja, okay, das geht, immerhin. Okay. Vor allem die Idee hier finde ich mega cool.
dass man die Server und so kaputt machen muss mit den Türmen. Stop the toxic goo from flooding the facility, you know? You should be able to fling yourself on top of him. There's a hatch on him you can open to manually shut it down from the inside. What? Ich sollte mich auf ihn schleudern können? Wie denn das bitte? Hier durch vielleicht? Nee. Also wie gesagt gerade, Leute, ne? Das alles hier war gerade mega geil. Nur diese kleine letzte Etappe hier, wo ich diesen Turm hier raufbringen musste. Die war halt sucky. Die hat halt komplett gesackt irgendwie. Tut mir leid, dass ich das so sag, aber das war nicht, nee. Sonst der Rest war richtig geil. So mit den Türmen als Mechanik nutzen, dass du die halt rüberbringen musst oder halt damit die Server kaputt machen musst. Wo muss ich jetzt hin, Alter, for real? Ich brauche mal kurz. Hä? Ich kann mich nicht auf ihn raufschleudern. Ah, doch, okay. Lol. Ja, also die Mechanik mit den Türmen und so ist mega nice. Das war mega schön, aber das halt. Den Turm da oben raufschleppen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber. Es hat halt auch echt. Es war nicht schön, Leute. Ja, nu? Oh, ah. Aber ansonsten war das Spiel bisher geil. Seems to be the user control interface. You can control its entire functions from here. I can walk you through some of what you need to do. First things first, stop the toxic goo from pumping up. We should be able to contain it in Test Shaft Lima Whiskey. Alles klar. Oh, wait, Mel. Before shutting this thing down completely, remember that there was a third target it was trying to take out? Well, we're not three, unless you can tell me otherwise. Try to see what you can do. Type, ping, underscore, target, underscore, list. Oh. Am I reading this right? Was this thing trying to destroy her? It was targeting GLaDOS? Mel. Oh. What have we done? GLaDOS killed every scientist in this facility before being destroyed by a tenacious test subject. This thing, Aegis. It was trying to finish the job and flood the facility to destroy her.
Mel, we might just have given GLaDOS a chance to get back in power. How could we have done that? Why didn't I see it sooner? Well, if you want to get out of here, now is your best chance. You don't want to be around when she comes back online. You should shut down Aegis now. Needs a passcode. It should be around here somewhere. Around. Hm. 2056 könnte sein, ne? 2056. I've seen that number around a lot in this place. Strange. It's done. It's done. Aegis is in its final shutdown sequence. Mel, come back to the lift. I can get you out of this facility. Alles klar. Okay, Mel. The elevator is in lockdown until you put your portal device in the incinerator over there. Mel, I just wanted to say something. Thank you. Thank you so much. Really, if it weren't for you, I would have drowned at the offices in the junkyard. I'm so sorry about lying to you in the beginning. It was a pretty bad Cave Johnson impression. Anyway, this thing should take you out of here, back to your normal life. Well, whatever you can call normal by this point. I don't know exactly what's out there, but it should be better than what's down here. So, just enjoy the rest of your life. Look, the elevator is here. See you later, Mel. Willst du nicht mitkommen, Virgil? Okay, dann nicht. Wie riesig diese Anlage aber ist, ne? Oh, es gibt noch einen Ending-Song. Ich bin still. Alter, wie riesig das alles ist. Holy moly. Portal Stories Mail. Gibt doch keinen Ending-Song, wie es aussieht. Oh, schönes Spiel, Leute. Schönes Spiel, ganz ehrlich. Es hat mega Spaß gemacht. Ist das jetzt auch wirklich schon alles? Alles vorbei? In 12 Parts? 13 Parts? Oh. Oh, doch noch ein Ending-Song. Oder nur Ending-Musik? Ich weiß es nicht. Das ist auch cool gemacht, Alter. Schön die ganzen Porträts so an die Wände gemalt, so als Abspann. Oh, das ist schön.
Das ist mega nice. Dr. Dusa. Iron Wiese. Wiese. Dragonor. Stick Sittingen. Okay. Alles klar. Oh, doch noch ein Song? Komm schon. Einen richtigen Song, wieso sieht nicht? Schade. Na gut, es ist nur, sag ich mal. Ein Community-Mod. Und das ist nice. Ein Mod by Prism Studios. Source and Filmmaker, Steam, Bing Video. Alles klar, Leute. Oh, es war eine schöne Mod. Finde ich. Oh. Doch noch was? Subject C redacted. Subject 001. Also das erste Testsubjekt. Okay. Aber jetzt gibt es ja noch theoretisch. Achso, nee. Alles das gleiche. Nur halt im Advanced Mode. Was ist denn der Advanced Mode? Wahrscheinlich mit schwereren Tests, ne? Ja, okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Let's Play-Projekt. Lol. Krass. Hätte ich nicht erwartet, dass es so schnell vorbeigeht. Aber okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Let's Play-Projekt wieder. Haut rein.